Heute sprechen wir wieder über Kartenpreise und nämlich, wie teuer ist Yu-Gi-Oh! Aktuell? Wir haben ja heute oder gestern, wenn ihr das Video seht, das neue Set bekommen, also Duelist Nexus. Und ich habe mir gefragt so, was sind denn die 100 meistgetradeten Karten und was kosten die so? Und wir haben natürlich in den 100 Produkten nicht nur Karten, sondern auch ein paar Produkte, die jetzt die letzten Wochen und Monate rausgekommen sind. Da springen wir einmal rein und stellen uns wirklich die Frage, was kostet Yu-Gi-Oh! Aktuell? Denn ich habe das Gefühl, das wird deutlich mehr sein als beim letzten Video. Springen wir rein. Die erste Karte, die wir haben, ist einmal Azalea. Himmelsjägers Azalea ist eine sehr coole Karte, die generisch spawnbar ist mit Licht- oder Finsternismonster, die eine Karte auf dem Feld zerstören kann. Das ist eine unglaublich gute Karte und das sehen wir auch am Preis, denn die kostet 18 Euro. Wir machen natürlich wie immer Deutsch und Englisch-Deutsch vom Sprachen her, logischerweise. Wie wir sehen, vom Preisgrafen ist die relativ stabil, da ist also nicht super viel passiert. Also eine Karte, die den Preis wirklich stabil hält und auch wirklich eine sehr gute Karte ist. Wir sehen, der Trend geht so ein bisschen zu 20 Euro hoch, aber der bleibt so bei den knapp 20 Euro. Also für 18 ist es ein ganz guter Preis, weil es eine gute Karte ist. Dann haben wir eine Karte aus Duelist Nexus, nämlich ultimativer glänzender Ritter Ursatron Alpha. Eine Karte, die man in Drytron und in Nosarktik spielen kann. Ich habe mir sagen lassen, in Nosarktik ist hier ziemlich gut. Der Preisgraph sagt, es interessiert keine Sau, denn die kauft auch kaum jemand, also natürlich in 100 meistgetradeten Karten dabei, aber neues Hauptset, 100 Karten drin. Das ist eine Super Rare, die 2 Cent kostet, das ist also eine Karte, die halt nichts wert ist, aber die ist wohl ziemlich cool für das Deckthema, also Ursaktik, nicht für Drytron. Dann haben wir einmal Ibli aus Monsters Revenge, ein Preisgraph, der, wie ihr seht, sich so relativ stabil, so bei 70, 80 Cent hält, also doch relativ viel. Wir kriegen die ersten Kopien so ab 30 Cent, ist also eine Karte, die auf jeden Fall noch gefragt ist. Die Frage ist halt, wie viel das in Zukunft halt sein wird, weil ich weiß halt nicht, inwieweit das gegen diese neuen Decks halt gut ist. Ich glaube, dass gegen die Synchro-Decks gar nicht so schlecht ist, weil man könnte mit der nur linken. Das könnte also, wenn es einen Gegner geben, böse ausgehen. Denn die haben meistens nicht in Space im Extra-Deck, um auf Link-Monster zu gehen, deswegen ist das vielleicht keine schlechte Idee. Haben wir einmal Zeichen der Tristina. Das ist eine Karte von dem neuen Archetype, das ist eine Common. Das ist eine TC-Exclusive, das heißt, wir haben die vorher noch nie irgendwo gesehen. Und das ist eine Common, die kostet 2 Cent. Die Leute haben natürlich Interesse daran, weil es halt ein neues Deckthema ist, was im OCG noch nicht gespielt wurde. Und deshalb kaufen die Leute auch ein paar Karten, aber die Karten kosten halt nichts, weil das meiste davon sind halt Commons. Haben wir einmal Jurassic Power. Über die Karte habe ich sogar in dem Video gesprochen, weil ich die Karte an sich sehr interessant finde. Denn die bekommen, alle Dinos bekommen ATK dazu, das ist eine coole Karte, aber es ist eine Common. Deswegen, wie ihr seht, die kostet nichts. Aber ich glaube, wenn ihr generell Dinos haben wollt oder spielt Dinos, ist es vielleicht eine Karte, die ich mir einfach mal ranholen würde, weil die halt gerade nichts kostet. Und die vielleicht sogar spielbar ist in dem einen oder anderen Deck oder in Deckstrategien, die vielleicht die Karte halt brauchen. Den sucht halt spezifischen Monster mit 1200 Death, was ein Dino-Monster ist. Das ist, ich glaube, aktuell nur der Giant Rex und halt der Double King Rex, oder wie das Ding heißt. Ich glaube aber schon, dass es in Zukunft mehr davon geben könnte, was die Karte suchen kann. Dann haben wir einmal Nuwelt Amridara. Das ist eine Karte zu Visa Starfrost. Die kann logischerweise auch wieder mit der Karte interagieren. Ja, das ist ein Super Rare aus dem neuen Hauptset. Wie ihr seht, vom Preis her, die wird nicht so viel gekauft und gespielt, deswegen kostet die auch nicht so viel. Und 4 Cent für eine Super Rare aus dem Hauptset ist auch nicht der krasseste Preis. Wie ihr seht, der Preisgraph, der crasht gerade extrem. 22 war der letzte Kauf, aber die Leute bieten dir für 4, 5 Cent an. Das ist also nicht krass, weil das halt gerade rausgekommen ist, das Set. Das heißt, die Karte wird wahrscheinlich eine 2 Cent Karte sein in 3 Tagen. Dann haben wir überraschenderweise hier noch einmal Apollosa, Bogen der Göttin, das alternative Artwork aus Magnificent Mavens, also aus Mama, die aktuell wieder stabil ihre knapp 8-9 Euro geht. Wir kriegen die hier, wie ihr seht, für 7,50 als Mint. Boah, ey, wenn ihr irgendwann mal Mint-Karten einstellt, der seht ihr jetzt gerade nicht, aber der hat hier als Mint eingestellt. Als kritisch würde ich niemals machen, aber 7,45 Euro ist auf jeden Fall ein solider Preis. Wenn man sich den Preiskarten anguckt, ist sie auch so stabil bei ihren 7, 8 Euro. Warum man da gerade jemand 15 Euro bezahlt hat, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber die ist auf jeden Fall ziemlich stabil vom Preis her und ist eine gute Karte. Und die wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch ein bisschen höher gehen. Ist halt eine gute Karte. Haben wir noch eine Karte aus Monsters Revenge, nämlich Foxy Judy Secret Rare, die wir vom Preisgrafen her so einen ganz leichten Downward-Trend haben, denn Punk wird aktuell nicht so viel gespielt. Deshalb ist natürlich die Karte auch nicht so teuer. Und das heißt, mit den neuen Reprints haben wir jetzt aktuell davon 2048 Kopien auf dem Markt. Das ist tatsächlich gar nicht so viel. Aber offensichtlich genug, dass der Preis wirklich immer weiter runter geht. Ja, eine Karte, die jetzt vom Preis ein bisschen steigt, ist natürlich der glühende Rotdrachen Erzanwälter König Elend. Ein unglaublicher Name, also King Calamity. Ist eine Karte, die wir jetzt mit dem neuen Crimson Dragon, über den wir heute definitiv auch noch kurz sprechen werden,
gespielt werden kann. Das war eine Ultra Rare aus Dual Power. Das ist also schon ein bisschen länger her. Und die creept langsam vom Preis ein bisschen hoch. Ne, wir haben so ein paar, die so für einen Euro gehen. Ne? Und die ersten Kopien, die wir jetzt hier sehen können, gehen auch wirklich 1,20 Euro, 1,40 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass die in 3, 4 Wochen, wenn das wirklich so viele Leute spielen werden, diesen Lock mit dieser Karte, dann wieder so eine 3-4 Euro-Karte sein wird. Also das könnte doch ein bisschen hochgehen, weil der Preisgraf geht da ran. Und wir haben nur 1200 Kopien auf dem Markt, das ist gar nicht so viel. Dann haben wir den erstaunlichen Drachen, wieder eine Karte aus Monsters Revenge, die Synchro-Karte von den Punk-Karten. Und wenn wir uns den Preisgraf nicht mal angucken, der schwankt so extrem. Aber der geht halt, wie ihr seht, bei den Preisen, der kostet halt gar nichts. Das ist eine Karte, die spielt hier halt in Punk. Es gibt verschiedene Punk-Varianten, die ich gesehen habe schon, auch eine mit Kashtira und sowas alles. Und in vielen dieser Varianten spielt ihr das Ding auch. Auch in den Gold-Pride-Listen habe ich gesehen, dass die Karte gespielt wird. Ich weiß nicht, wie relevant und gut die da ist. Aber die wird auf jeden Fall gespielt, denn die ist halt logischerweise auch generisch brauchbar. Haben wir einmal Lure of Darkness aus Wild Survivors, die Rare, die vom Preis sich relativ stabil hält. Ja, also 30 Cent kostet die, aber die kriegt sie schon für 15 Cent, also auch als Playset, also ganz, ganz, ganz günstig. Ist eine Karte, die man meiner Meinung nach immer zu Hause haben sollte. Ich würde persönlich mir jetzt nicht die Rare kaufen, ich würde mir eine Super oder eine Ultra Rare kaufen. Die kostet zwar ein paar Cent mehr, aber die ist halt einfach schöner. Aber ist eine Karte, die auf jeden Fall Relevanz hat. Immer mal wieder taucht die auf, dass sie wirklich gespielt wird. Haben wir hier Breath of the Tristina. Tristina, ja. Das ist die Perma-Spell von dem neuen Deckthema. Kostet 2 Cent. Brauche ich nicht drüber reden. Die Karte ist halt gar nicht schlecht. Die neuen Karten machen irgendwas mit Token beschwören und dann kriegt ihr extra Normal Summons und so. Das Deckthema selber ist, glaube ich, gar nicht so kacke. Aber gut ist es auch nicht. Von daher gibt es aktuell 8000 Kopien. Das wird auch vom Preis nicht wirklich steigen. Haben wir einmal Ogre Dance. Auch eine Karte für das Punk-Deckthema. Wie ihr seht, die kostet 20, 30 Cent. Die ist vom Preis relativ stabil. Ne, die Leute kaufen die für so knapp 60 bis 80 Cent. Ne, aber die kriegt die günstigsten halt schon so ab 25 Cent. Ist also jetzt keine krass teure Karte mehr, aber ist eine gute Karte für das Deckthema und ihr braucht die Karte auf jeden Fall. Haben wir einmal Tukusano Shinkojin. Das finde ich eine sehr coole Karte. Die Karte sagt nämlich, ihr könnt Monster bis zu Level 10 von eurer Hand oder vom Feld auf den Friedhof legen und dann könnt ihr zwei Karten ziehen. Die muss nicht nur Level 10 Monster weglegen, die kann auch andere Monster nehmen, die zusammen Level 10 ergeben und dann könnt ihr ja zwei Karten ziehen. Das ist für sehr viele Decks sehr cool. Ist das Secret Rare aus meinem Hauptset, die aber wie ihr seht aktuell keine 4 Euro kostet. Wenn ihr ein Deck habt, wo die Karte spielbar ist, könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt in den nächsten Wochen vielleicht ein bisschen runtergehen, auch so auf 3 Euro und dann würde ich mir gleich so ranholen. Ich hoffe, ich würde es mir dann selber ranholen, weil ich bin natürlich Trains und ey, für Trains ist die halt genial. Zwei Karten ziehen, nicht once per turn. Ja, Halleluja. Teuflischer Astrolaut, die Karte von Manadium und die ist vom Preis ziemlich stabil, wie wir sehen. Die tut nicht viel, geht so um die 10 Euro. Auch hier kriege ich die für 10 Euro. Ist eine Karte, die müsst ihr aber zweimal spielen in dem Deckthema und das auf jeden Fall sind ein paar Euros, aber ist eine Secret Rare aus dem Hauptset, die keine 10 Euro kostet, also die knapp 10 Euro kostet. Ist also meines Erachtens nach wert, dich die zu holen, weil die halt auch super einfach zu beschwören ist. Haben wir einmal Kubelt, der Klingendrache. Eine generische Synchro-Beschwörung. Ein Monster, was ihr generisch Synchro-Beschwören könnt. Ja, was ganz cool ist, weil ihr auf Synchro-Beschwörung eine Karte zerstören kann. Das kann ein Effekt sein, der ziemlich relevant sein kann. Ist aber eine Common, das heißt, wie ihr vom Preis seht, die kostet nichts. Ist aber eine coole Karte auf jeden Fall. Dann haben wir einmal den Grinosaurus Giga Cannon. Auch eine neue Support-Karte für Grinosaurier-Monster. Es gab ja das Rang 3 Monster, das ist jetzt quasi das Upgrade dafür. Ich weiß nicht, ob die Karte es worth ist, sich zu holen. Ist eine Common, kostet nichts, wenn man die halt irgendwie spielen möchte. Die ist halt generisch baubar mit 2 Level 4 Monstern. Vielleicht holt man sich die einfach mal ran. Haben wir einmal den zweiköpfigen Dino-König Rex. Eine sehr coole Karte, wie ich finde. Eine Karte, die ihr einfach free specialen könnt, was ziemlich cool ist. Und die ist ein Level 6 Monster. Damit ist auf jeden Fall viel möglich. Ist aber jetzt keine Karte, die ich mir jetzt ranholen würde, wenn ich sie unbedingt vorhätte, irgendwie Dino zu spielen, weil da könnte die ganz cool sein. Der Salos, der Schattenfeuermonarch, ist einfach nur cool. Gut ist sie leider aber nicht. Haben wir einmal den Drei-Klingen-Meister. Wieder eine Karte aus Monsters Revenge. Wie wir vom Preisgrafen sehen, sehr stabil, so um ihre 40, 50 Cent. Wir kriegen die aber schon so ab 20 Cent. Ist eine Karte, die auf jeden Fall mal relevant sein könnte. Das ist ein bisschen so eine Karte wie Charge Warrior, die hin und wieder mal Play sieht und die macht im Endeffekt das gleiche wie Charge Warrior, die kann eine Karte ziehen. Ist also keine schlechte Karte. Dann haben wir einmal Arahime, die manifestierte Mikanko. Auch eine Karte aus Duelist Nexus. Auch aus dem neuen Set, logischerweise. Ist eine Ultra Rare, wenn ich es gesehen habe. Jupp, ist eine Ultra Rare. Kostet aber nur 70 Cent.
Das ist für eine Ultra Rare in der Regel nie ein gutes Zeichen, wenn die Karten unter 2 Euro kosten, weil die dann eigentlich nie wirklich viel gespielt werden und auch nicht wirklich viel gekauft werden. Ihr habt meistens eine gute Ultra Rare, wenn die so über 5 Euro kostet, dann ist es eine ganz solide Ultra Rare. Haben wir einmal die Beta-Evolutionspille, das ist eine Common. Wird aber mehr gekauft als die Ultra Rare von dem Inkankos, ne, ganz wichtig. Die müssen wir auf jeden Fall ein paar Supporter. Die Karte ist auch ganz okay, aber sie ist halt nicht gut. Die ist jetzt nicht die Doppel-Evolutionspille, die ist nämlich deutlich besser. Die Karte ist ganz cool. Dann haben wir einmal noch, da wollte ich kurz mal sprechen. Einmal Pharaoh Servant, die 25th Anniversary Edition. Das ist immer der Reprint von dem alten Set. Die gibt es aktuell für 60 Euro. Wie wir hier sehen, wir hatten die ja mal deutlich teurer. Da waren die ja richtig krass vom Preis. Und sind seitdem die halt wirklich auf dem Markt sind, wirklich vom Preis auf so ein normales Display-Niveau gesunken. Was ich auch solide finde, was ja auch sinnvoll ist. Aber spannend. Wir werden von den 25th Anniversary Edition Displays noch ein paar sehen in dem Video heute. Und ich meine, die werden sich alle bei dem Preis ungefähr so einranken. Haben wir einmal den mächtigen Dino-König Rex. Die Karte ist leider unspielbar. Kostet aber, weil es ein Super Rare ist, 6 bis 10 Cent. Aber wie ihr seht vom Preisgrafen, ja, die kostet halt gar nichts. Aber ist optisch eine sehr coole Karte. Haben wir einmal Wheel Synchron, eine Karte, die ihr für das Deckthema auf jeden Fall brauchen werdet, wenn ihr spielen möchtet. Aber eine Karte, die als Common ist, die gibt es 8500 mal im Kartenmarkt. Die kostet, wie ihr seht, gar nichts. Wenn ihr das Deck spielen wollt, braucht ihr die Karte aber. Haben wir hier mal Metal Raiders 25th Anniversary Edition. Auch die geht so um die 60. Die ist um einen kleinen Tacken teurer. Wenn wir das hier wegkaufen, dann ist die auf jeden Fall so bei 64, 65 Euro. Also ein bisschen teurer als was wir gerade gesehen haben. Haben wir einmal Bestial Disparta. Eine Karte, die immer noch so um die 11, 12, 13 Euro kostet. Und wie ihr seht, gibt es da wilde Preisschwankungen in der Karte. Jetzt keine krassen, so von 12 Euro bis 13,50 ist da alles drin. Ist eine Karte, die auf jeden Fall in Manadim spielt. Ist eine sehr gute Karte. Ob die jetzt wirklich so teuer sein muss, weil es ist eine Ultra Rare. Und ich habe gerade schon gesagt, gerade Ultra Rares, die mehr als 5 Euro kosten, sind gute Ultra Rares. Das ist eine sehr gute Ultra Rare. Auch eine generische Karte, die mit Drachentüromonster machbar ist. Ich glaube, wenn wir das Bestial Synchro Deck ein bisschen prominenter im Format haben, könnte die Karte sogar ein bisschen teurer werden. Haben wir einmal Sleipnir, die runische Mähne. Eine Runenschmonsterkarte, die uns ein extra Runenschmonster gibt, dass wir sogar mit Runenschmonstern die richtigen Runenschmonstern fusionieren können. Was ich eigentlich sehr cool finde. Aber die Karte ist vor allem Removal. Und ich finde es spannend, dass die Karte wirklich nur 3 Euro kostet. Ich hätte wirklich geschätzt, dass die wirklich ein bisschen was mehr geht, weil die für das Runic-Deck-Thema eigentlich ziemlich gut ist. Und dadurch, dass die Level 9 ist, gibt die uns für mehr Runic-Varianten sogar noch ein bisschen mehr Playability. Zum Beispiel, du kannst Runic zusammen mit Generator spielen, weil der ist Level 9. Und dann kannst du ein paar wilde Plays mit dem Deck machen. Ist auf jeden Fall eine Karte, die ich mir, glaube ich, ranholen würde, wenn ich das Runic-Deck spielen würde. Wenn ihr jetzt nicht damit rechnet, dass die Karte irgendwie gebannt wird oder so, das wäre ein bisschen schwierig. Haben wir immer Synchro World, eine Common aus dem Hauptset, kostet halt gar nichts. Haben wir immer Water Enchantress, auch eine Karte, die so bei, wie wir sehen, so bei 3,70 eingependelt hat. Also jetzt nicht krass teuer, aber ihr kriegt die schon für 2,50 Euro. Im Playset kostet die ein bisschen mehr. Im Playset für knapp 3,50 Euro. Und hier haben wir mal Spell Ruler und da seht ihr schon, das kostet so knapp 65 Euro. Ist ein bisschen gesunken gewesen und dann ist es wieder leicht hochgegangen, weil die Leute das doch ein bisschen mehr kaufen als diese anderen Sets. Und dann haben wir einmal Harpyin Federwisch aus dem Structure Deck. Kostet aktuell ihre 60 Cent. Ist vom Preis, wie ihr seht, aber ziemlich stabil. Aber ist eine Karte, die man zu Hause haben sollte, weil ne, die ist auf 1. Besorgt euch ein Playset davon, habt ihr, wenn jemand zurückgeht auf 2, warum auch immer, habt ihr die auf jeden Fall zu Hause. Ist eine sehr coole Karte, kostet auch nicht so viel. Da haben wir einmal den Dunklen Magier, der Ritter der Drachenmagie. Eine Karte aus Monsters Revenge. Das ist eine Yugi-Karte, deswegen hält hier so ein bisschen Value, aber wie ihr seht, die kostet 40 Cent. Aber die Leute kaufen die Karte und das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass die Leute die Karte kaufen. Ist keine Karte, die ich mir jetzt besorgen würde. Wie ihr seht, ich habe davon eine, aber die ist halt nichts wert. Haben wir einmal realisierte Traumrealität von Nemleria. Ich habe gegen das Deckthema jetzt schon ein paar Mal gespielt. Die Karte ist echt gut. Die kriegt die Karte dazu, das ist eine coole Karte. Das Deckthema selber ist halt trotzdem nicht gut, aber das ist eine coole Karte. Haben wir einmal der linke Dekodierer. Eine Karte, die auf jeden Fall viel gekauft wird. Wie ihr seht, ich habe davon so ein paar Stück, denn ich habe die Vermutung, dass die bald ein bisschen mehr kostet, wenn wir halt mehr Link-Monster haben oder mehr Cybers-Monster, die so ein bisschen was tun können, dann wird die Karte auf jeden Fall ein Key-Element im Deckthema sein und deshalb wird die Karte auch ein bisschen teurer werden. Ich finde, es ist eine sehr coole Karte, auch wenn ich persönlich diese Link-1-Decks nicht so mag. Aber es ist auf jeden Fall eine Karte, die, wo ich der Meinung bin, dass die bald ein bisschen mehr geht. Und der Preisgraf ist auf jeden Fall ein bisschen am Schwanken hier. Haben wir einmal Shadows Light.
Eine Karte, die sich auf so einen Euro runtergehangelt hat. Eine Karte, die meiner Meinung nach ziemlich viel Potenzial hat, für eine Menge Schaden zu sorgen. Der Preisgraf sagt, ja, so knapp 2 Euro, ne, die bleibt so relativ konstant. Ist eine Karte, die man meiner Meinung nach auch zu Hause haben sollte, weil die in sehr vielen Decks und sehr vielen Applikationen schon sinnvoll sein kann. Und aktuell kostet die wirklich nicht viel. Also, wenn nicht jetzt, weiß ich nicht, wann man sie ran sollte, weil für 1 Euro eine Secret Rare aus dem Nebenset. Na, kann schon, dass die mal, wenn die wirklich gespielt wird, halt enorm steigen kann. Dann haben wir einmal wieder Nibiru, The Primal Being. Kostet aktuell seine 4, 5 Euro. Und ich glaube, die wird sogar noch sinken, wenn wir die Rarity Collection bekommen, weil da ist die Karte ja auch mit drin. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit wirklich eine Nibiru fallen wird, auch vielleicht so eine 1, 2-Euro-Karte. Wie ihr seht, ich biete die gerade für ein bisschen mehr an. Mal gucken, was passiert, wir werden es ja sehen. Haben wir einmal Duality. Eine Karte, die vom Preis ganz schön getankt ist. Ich habe immerhin noch für, ich glaube, 12, 13 Euro rangeholt. Ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich so fällt, weil die aktuell kein Play sieht. Aber sobald die Karte Play sieht, schießt die in den Himmel. Dann geht die wirklich richtig hoch. Es gibt, glaube ich, aber kein Deck, was die aktuell wirklich gut spielen kann. Aber die ist so generisch, dass es irgendwann ein Deck gibt, was die wirklich gut spielen kann. Haben wir Invasion of Chaos. Witzigerweise geht die so knapp 60 Euro. Also ist nicht billiger als alle, die bis jetzt gesehen haben, aber auch so um die 60 Euro. Aber die Leute kaufen die für knapp 63. Ja, auch hier extrem hoch gewesen. Untergecrashed von Preisen. So ein paar, die ein bisschen mehr dafür ausgeben. Und dann haben wir noch einmal Droll. Natürlich eine Karte, die wahrscheinlich im nächsten Format nicht mehr so krass play sehen wird. Es sei natürlich, die Combo-Decks schreiten extrem voran und alle spielen wirklich synchron. Dann kann ich schon wirklich vorstellen, dass die Karte play sieht. Aber auch da wieder ist eine Karte, die ging mal 1 Euro aus Tactical Masters und die geht aktuell wieder ihre 3 Euro. Das ist der Wahnsinn. Die hat sich wieder bei 3 Euro wirklich schön hochgesetzt. Droll ist immer eine Karte, die kommt wieder ins Format und wenn die im Format gespielt wird, dann wird die wirklich ein bisschen teurer. Also jedem, der Droll nicht hat, würde ich immer sagen, besorgt euch einen, auch eine relativ günstige Kopie, damit ihr zumindest einen Droll habt, dass ihr spielen könnt, damit ihr nicht, wenn ihr wirklich extrem viel gespielt wird, wieder extrem teuer wird. Denn ich finde 3 Euro für eine Rare, die schon ein paar Reprints hat, schon relativ viel, wenn ich ehrlich bin. Haben wir einmal Heater, The Fire Channeler. Eine neue Karte, ist wirklich eine Ultra Rare. Yep, ist eine Ultra Rare aus dem neuen Hauptset, kostet aktuell 20 Cent. Die Karte ist halt einfach nicht gut. Aber es ist eine Charmer-Karte, das heißt, irgendwo wird es Leute geben, die die Karte haben wollen. Und deshalb kostet die auch ein paar Cent. Aber wie gesagt, eine Ultra Rare, die weniger als 5 Euro kostet, ist in der Regel nie so krass. Haben wir wieder eine Karte mit Golden Rule. Eine Karte aus Monsters Revenge, eine Support-Karte für das Crystal-Beast-Themendeck. Und das ist ein Fan-Favorite. Wir sehen langsam auch, dass die Preise so ein bisschen nach oben anziehen, auch wenn ihr eine für 5 Cent was gekauft habt. Aber die geht so um die 50 bis 70 Cent und wir kriegen diese ab 25 Cent. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen steigen. Es gibt aktuell noch knapp 3.500 Kopien davon auf dem Markt. Je mehr Leute die Karte aber haben wollen, je mehr das spielen wollen. Weil das Deck, habe ich gesehen, ist tatsächlich gar nicht so bad. Mit der neuen Karte ist auch nicht gut oder so, aber es ist halt nicht so bad. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Karte auch ein bisschen teurer werden könnte. Dann Altrometer Einhorn ist auch eine Karte, die viel getradet wurde. Die Rare aus Genesis Impact. Kostet aktuell 25 Cent. Ist also auch eine Karte, die so ein bisschen was an Value hält. Aber wie wir sehen, eigentlich geht die eher so um die 50 Cent. Deswegen ist es verwunderlich. Weil der letzte Verkauf war am 26. Das war quasi gestern für 63 Cent. Ist also spannend, dass die Leute halt für mehr Geld ausgeben als diese 25 Cent. Wahrscheinlich, weil die halt das im Bulk kaufen. Dann holen die Karte mit dazu, weil es eine gute Karte ist einfach. Haben wir einmal Draco Berserker der Tenji. Sword Soul ist halt ein Fan-Favorite Deck und die Tenji-Karten und die Sword Soul-Karten ermöglichen halt, dass die Karte wirklich spielbar ist. Das war eine Karte, die war, als die reprintet wurde in Monsters Revenge, so bei 20, 30 Cent. Die geht langsam wieder auf so einen Euro hoch und wenn wir uns mal angucken, so den Preisgrafen, dann ist der Euro gar nicht so weit weg. Es haben schon mehr Leute mehr als einen Euro dafür ausgegeben und ich habe die auch schon ein paar für einen Euro verkauft. Ich habe mir auch wieder ein paar rangeholt für ein paar Cent, um die wieder für einen Euro zu verkaufen, denn guckt euch den Preisgrafen an, das wird safe von Euro weggehen. Dann noch eine Secret Rare aus dem neuen Hauptset, nämlich der finstere Korridor. Eine Supportkarte für Dark World. Und hier sieht man auch wieder, warum Duelist Nexus nicht ganz so beliebt ist als Set selber, denn die Secret Rare hier, eine sehr gute Secret Rare, also wirklich eine gute Karte, kostet hier 11, 12 Euro. Und das ist eine Karte, die werdet ihr halt in Dark World spielen, aber halt nur in Dark World. Es sei denn, es wird irgendwann eine Kombination geben aus Dark World Karten und anderen Karten, die wirklich gut spielbar sind. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig gute Karte für das Themendeck und ja, 12 Euro kann man dafür mal ausgeben, ne? Für eine gute Karte in einem Themendeck. Haben wir einmal DDD Wellenhochkönig Caesar. Das ist eine Karte, die braucht zwei Fiendmonster. Der Grund, warum die jetzt ein bisschen gestiegen ist, vom Preis, wie ihr gerade seht, ist tatsächlich das Unchained Deck Thema. Weil die lockt euch ja auf Fiendmonster
Das Ding ist ein Fiend, was man in Fiendmonster bauen könnt. Und sie hat wirklich nur den Print aus Code of the Duelist. Also es ist schon echt lange her, dass die Reaper bekommen hat. Und deshalb geht auch eine Super Rare aus dem Set. Dann doch mal ein paar Euro. Und das ist auch schon krass, ne? Das geht 4,50 Euro, ne, für eine Excellent. Das ist immer das Ding, wenn halt Konami-Karten macht, die wirklich gut sind, aber die lange nicht reprintet, dann können die vom Preis echt ein bisschen eskalieren. Ich finde 4,50 € für eine Super Rare aus dem Hauptset, was in einem Deckthema ein bisschen spielbar ist, ganz schön krass. Da haben wir einmal Rescue Ace Preventer, eine Karte von dem neuen Deckthema, also neues Deckthema, Rescue Ace. Ich weiß gar nicht, ob die Karte wirklich darin gespielt wird, könnte sein, geht aktuell ein paar Cent. Sind auf jeden Fall genug davon auf dem Markt, aber wenn man sich anguckt, dass davon nur knapp 7.800 auf dem Markt sind, heißt das, dass echt davon ein paar gekauft wurden, weil die meisten Commons haben so 8.500 auf dem Markt. Heißt, das ist auf jeden Fall so ein bisschen ein kleiner Hype dafür, die Rescue-S-Karten. Und haben sich weiter Ash Blossom, eine Karte, die immer noch sehr viel getradet und gekauft wird. Kostet aktuell wirklich hier 3 Euro aus dem Traptrix-Structure-Deck, die Common. Und ich finde es immer noch faszinierend, dass eine Karte wie Ash Blossom als Common immer noch einen Value von 3 Euro halten kann. Und das ist eine Karte, das dürfen wir nicht vergessen. Ash Blossom kam das erste Mal in Maximum Crisis raus, das war 2016. Das ist also mittlerweile schon 8 Jahre her, dass die Karte, okay, 7 Jahre her, dass die Karte den ersten Print gehabt hat. Und mittlerweile hat die so viele Reprints und die geht trotzdem noch 3 Euro. Das zeigt einfach, wie krass beliebt Ash Blossom ist und wie viele die Karte wirklich brauchen. Dann haben wir einmal Emergency. Das ist eine neue Karte für das Rescue-Sekt-Thema und das ist eine Common. Das finde ich wild. Das ist nämlich eine sehr gute Karte. Und dass das wirklich eine Common ist, Props von Konami, I guess. Denn das ist eine Karte, die werdet ihr für das Deckteam auf jeden Fall brauchen. Das ist eine gute Karte, das Artwork ist unglaublich cool. Und für alle, die das Deck spielen möchten, besorgt euch die Karte, denn die Karte braucht ihr wirklich dreimal. Das ist eine gute Karte. Haben wir einmal Wachposten der Tistina, also Sentinel of the Tistina. Super Rare, neues Deckthema. Leute probieren ein bisschen rum. Die Karte ist ganz cool, aber gut ist sie halt auch nicht, aber die Artworks sind echt nice. Dann haben wir einmal die Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. Eine Karte, die auch langsam wieder auf ihre 4 Euro hochcreept. Wenn wir sehen, uns in Preiskraft, so die geht so ein bisschen hin und her, ein bisschen hin und her, ne? Die ist aus der Tin von letztem Jahr, also die Paralysie Rare. Und als die damals geprintet wurde, ging die, glaube ich, so ein Euro oder so. Also, sie hat sich auf jeden Fall auch schon so ganz leicht hochgesetzt. Ist also eine Karte, die man sich vielleicht besorgen sollte, weil die wird immer mal wieder relevant werden. Und wenn die dann wirklich super relevant ist, dann kostet die schon ein bisschen mehr. Natürlich könnte diese Karte auch bald reprintet werden in irgendeinem komischen Set, ne? Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die in der Rarity Collection drin war. Es könnte sein, ich glaube aber nicht tatsächlich. Deswegen auf jeden Fall eine Karte, die ich mir sogar für 4 Euro holen würde. Also, oder für 3,20 Euro, was sie aktuell kostet. Haben wir einmal Jagdhund der Tischina. Tistina. Ich kann den Namen echt nicht aussprechen. Das ist ein furchtbarer Name. Auch da, cooles Artwork, ne? Aqua Erde Level 4. Es spielt also ein bisschen mit den Licht-Testina-Monstern. Wer das Sekt-Thema selber ist halt nicht gut. Und die meisten davon sind wirklich extrem Low Rarity. Das heißt, wenn ihr das Sekt-Thema wirklich spielen wollt, go for it, I guess. Aber die kostet wirklich halt nur ein paar Cent. Haben wir einmal Fusionsbewaffnung, eine Ultra Rare und die kostet auch nur ihre 1,50. Wir sehen vom Preisgraphen nur extrem untergesagt. Aber das ist eine Karte, die ich in Zukunft sehen könnte, dass die irgendwo Play sieht. Ich persönlich finde das Artwork ziemlich cool. Das mal nebenbei. Denn ihr könnt aus dem Artwork das machen, was die Karte auch tut. Denn ihr könnt den Temple Knight vorzeigen und könnt den Flammenschwertkämpfer aus dem Extra-Deck-Spezial beschwören. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass sie sowas gemacht haben. Sieht halt irgendwo Play, irgendwo auch nicht. Ich weiß nicht, ob das halt eine Karte ist, die wirklich in vielen Decks nachher gespielt werden wird, aber es ist auf jeden Fall eine Karte, die sehr interessant ist. Haben wir einmal Expoli Noir, die Ultra-Rare, über die alle sprechen, denn die Karte katapultiert Poli wieder ins Top-Meta. Das ist krass, denn es ist eine Karte und eine Fallenkarte, die wir kriegen. Aber die Karte ist wirklich richtig, richtig gut. Also auf jeden Fall solide Karte. Wenn ihr das Deck spielen wollt, braucht ihr die. Ich glaube zweimal, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber auch da wieder eine Ultra Rare. Knapp 5 Euro. Ist wieder ein Zeichen für eine gute Ultra Rare aus dem Hauptset. Also coole Karte auf jeden Fall. Dann haben wir wieder haben wir einmal hier Bish Balkin. Eine Karte, die immer mal wieder Play sieht. Und wie wir vom Preisgrafen sehen, ist es halt der Wahnsinn, was die aktuell geht. Ne, die ist halt hochgegangen, als die Leute gemerkt haben, ah ja, der Crimson Dragon, der kann die halt zurückschießen und dann zurückspecialen. Und wo wir halt gemerkt haben, der Crimson Dragon kann die halt specialen, ist eine Strategie, I guess. Ihr kriegt damit halt eine Menge Monster aufs Feld, gibt den Gegner eine Menge Monster. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich, dass nächste Target neben King Calamities, was die Leute halt spielen werden,
Der ist aber witzigerweise teurer als der King Calamity. Ich weiß nicht, wie cool das ist, aber ist auf jeden Fall eine Karte, die irgendwas mit dem Crimson Dragon zu tun hat, damit ihr das damit macht. Ne? Alles andere wird vom Preis gar keinen Sinn machen. Haben wir einmal wieder Zeus, der aktuell vom Preis ein bisschen gefallen ist, was ich sehr, sehr spannend finde. Denn klar, wir haben angekündigt, dass der wahrscheinlich in dem Structure Deck drin ist, also in dem Starter Deck, in dem 2-Player-Starter Deck. Und wir kriegen den auch nochmal in der Rarity Collection. Das heißt, es ist spannend, dass der jetzt vom Preis ein bisschen gesunken ist, jetzt langsam wieder leicht hochgeht, kostet aktuell seine 13 Euro. Und wir haben eine neue Karte angekündigt bekommen, die jetzt nicht genauso gut wie Zeus ist, aber ähnlich interessant ist. Deswegen könnte es sein, dass im nächsten Hauptset der Preis von der Karte ein bisschen sinkt, weil Leute weniger Zeus spielen in den Decks, sondern mehr die neue Karte, weil die ist halt für so Decks, die, sagen wir mal so, viele Traps spielen, ziemlich gut. Haben wir einmal den Albtraummagier. Eine Karte mit einem neuen Typen, denn Illusion ist der Typ, oder Illusionist hat er auf Deutsch. Die Karte kostet 2 Euro, ist ein Secret Rare, ist also kompletter Schmutz, obwohl ich die Karte optisch sehr cool finde. Ich glaube, ich würde es mir einfach nur holen, weil ich die optisch quasi cool finde. Einfach nur deshalb. Und weil es ein neuer Monstertyp ist, why not? Ich, für 2 Euro kann man mal machen. Ich glaube, die spielst du sogar in dem neuen Archetype, weil du die senden kannst, glaube ich, auf dem Friedhof mit dem neuen Ding. Haben wir mal Darkhold, Monsters Revenge. Geht so auf 1 Euro hoch, ne? Pendiert so bei, also pendelt sich so bei 1 Euro ein. Ist halt ein schönes Darkhold, ne? Secret Darkhold ist halt eine coole Karte. Dann haben wir einmal hier Tristina. Eine Secret haben die bekommen mit dem Monster hier. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was das Deck immer tut, aber wenn ich mir den Preis angucke, 3 Euro, ist wahrscheinlich nicht so relevant. Haben wir einmal Banishing Trap Hole. Eine Karte, die irgendwie cool ist, aber irgendwie auch nicht. Können Play sehen, können nicht Play sehen. Ist ein Super Rare, kostet aktuell 10 Cent. Weiß nicht, holt euch mal ein Playset ran oder so, wenn ihr das irgendwie eher traden könnt oder so. Oder ihr habt ein paar Cent übrig und holt gerade eben ein paar Karten, dann bringt euch die mit. Denn die könnt ihr wirklich irgendwann mal Play sehen. Ich finde das Artwork sehr cool. Das war es aber auch irgendwie schon. Haben wir einmal Terraforming. Die Secret Rare. Und auch die springt so um 1 Euro rum. Ist halt eine coole Karte. Dann haben wir auch hier wieder einmal Infinite Impermanence, eine Karte, die immer ein bisschen was geht. Wir haben festgestellt, die Karte kostet eigentlich so viel wie das Structure Deck, aber auch die kriegt einen Reprint in der Rarity Collection. Das bedeutet auch, die Karte könnte vom Preis dann schon ein bisschen sinken, weil wir dann super viele verschiedene Raritäten die Karte haben. Equatana Drachenritter, das ist eine Karte, die wir als Super Poly Target nutzen können. Für Super Poly mit Baronin und dem Crimson Dragon. Die hat einen Secret Reprint, der kostet übrigens 4 Euro, der kostet jetzt 10 Cent, das ist also jetzt nicht so krass. Dann haben wir einmal Domäne Bastina. Das ist die Karte von dem neuen Archetype. Die kostet 20 Cent, also auch nichts wirklich Erwähnenswertes. Aber ist eine Ultra Rare. Heißt auch da wieder, ne? Weniger als 5 Euro. Nicht so geil. Dann haben wir einmal den kosmischen Quasardrache. Das ist eine coole Karte, aber auch da wieder ist eine Ultra Rare, die weniger als 5 Euro kostet. Das ist so semi-geil. Und dann haben wir einmal den Halbgott der Tristina. Das ist auch eine Ultra Rare, die auch weniger kostet als 5 Euro. Erwähnenswert, dass sie existiert, aber ist jetzt auch keine gute Karte. Haben wir einmal Elementarheld, Flammenflügelmann, Höllenwut. Eine Hero-Karte, die den Preis nicht ganz gehalten hat, geht so um 1 Euro. Ich denke mal, dass der Preis für die nahe Zukunft relativ realistisch ist. Wir werden mal sehen, was mit der Karte passiert. Ist auf jeden Fall eine gute Karte für ein Hero-Deck. Das können wir festhalten. Haben wir einmal Danger Nessie, ein Rupint, der schön ist. Eine Karte, die aktuell nicht relevant ist, aber wenn die relevant wird, wird sie wieder teurer. Ich finde es krass, dass so viel gekauft wird, auch für knapp so 1 Euro, ne, obwohl die so 80 Cent geht. Ist eine coole Karte auf jeden Fall. Haben wir einmal die Super Poly Secret Rare Reprint aus dem letzten Set, also im Set vor Duelist Nexus. Geht aktuell 3 Euro. Super Poly ist eine Karte, die wird immer ein bisschen Value halten. Ich weiß nicht warum, aber die wird auf jeden Fall immer so ein bisschen Value halten, weil es eine Karte ist, wenn die gut wird, dann ist sie halt richtig gut und dann brauchen die Leute die Karte. Also eine krass gute Karte. Dann haben wir einmal Angriffssynchron. Vom Preis fällt immer noch weiter. 3,50 geht hier mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die neuen Synchrodecks Play sehen wird. Ich glaube schon, denn das ist eine gute Karte. Wir werden sehen, würde ich sagen. Dann haben wir einmal Alter Geist Wiederbelebung. Glücklicherweise eine Common, also kostet die gar nichts. Aber es ist eine unglaublich gute Karte für Alter Geist. Dann haben wir einmal Magnum, der Ablöser. Eine Karte, die ich sogar in meinem Video vorgestellt habe. Ich finde, das ist eine coole Karte. Ist jetzt nicht gut. Deshalb kostet die auch nur 10 Cent. Aber es ist eine Karte, die sehr interessant sein kann. Revolutionssynchron, eine der meistgetradeten Karten. Und das ist auch die Money-Karte aus dem Set. Die geht aber auch nur knapp 50 Euro. Ne? Das heißt, das Set selber, da ist halt nicht wirklich viel drin, was ihr ziehen könnt. Jedes Display, was ihr kauft, ist eigentlich Minus. Und ich glaube, das sehen wir gleich auch bei dem Preis von Display. Weil ich habe das Display auch mal aufgerufen. Ich glaube, das kostet nur knapp 50 Euro. Und das zeigt quasi auch die Karte, dass das die teuerste Karte aus dem Set ist.
neben den Quarters Century Secret Players logischerweise. Aber das ist die teuerste Secret Rare aus dem Set und das ist nicht unbedingt gut. Haben wir einmal hier LOB, der Reprint, 25th Anniversary Edition. Kostet 75 Euro. Genau damit habe ich gerechnet. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das Set nicht teuer wird. Ne, dann ist es halt das erste Set, kriegt einen Reprint mit neuem Layout. Ist irgendwie cool. Ich mag das. Haben wir einmal losgekettete Seele von Shyama oder Shyama, keine Ahnung. Das ist eine sehr coole Karte, die kostet aktuell gar nichts, aber die ist für das Deckthema richtig gut. Ich glaube, die spielt ihr aber auch nur einmal. Ich weiß nicht genau, wie oft die auftaucht, aber ich glaube, die meisten spielen die nur einmal. Aber die kostet auch nur 2 Cent, aber es ist eine sehr gute Karte für das Deckthema. Dann der rotäugige schwarze Meteordrache. Ich habe mir sagen lassen, die ist in Dragon Link ganz cool. Mehr weiß ich der Karte nicht, ist auf jeden Fall eine optisch sehr coole Karte, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nicht, ob man die in Redders überhaupt spielen würde. Ich habe das Gefühl, dass Redders immer irgendwas anderes tut und die Karte sendet halt normales Monster auf den Friedhof, specialt sich selber. Die ist in Level 6 Monster, kann sich auf Level 7 machen. Ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber die kostet aktuell ihre 15 Cent. Mehr wird die wahrscheinlich auch nicht wert sein, weil das ist halt auch eine Super Rare. Ne? Haben wir einmal Cornfield, Quartal. Witzigerweise ist das eine Common. Ich hätte wirklich damit gerechnet, dass sie halt den neuen Typen alle so ein bisschen High Rare geben. Aber nee, das Ding ist eine Common. Finde ich cool, kann man so machen. Haben wir einmal lustige Seele von Charvara. Das ist eine Karte, die spiele ich glaube ich dreimal, weil die ist glaube ich richtig insane im neuen Deckthema. Aber auch die ist eine Common. Also der Trend, dass die Unchained-Karten wirklich so Low-Budget-Karten sind, ne, so Commons und kosten gar nichts, zieht sich hier fort, das kostet wirklich nichts. Ich muss mal gucken, ob ich irgendeine Möglichkeit habe, so ein 10-Euro-Deck zu bauen mit den Unchained-Karten, mit ein paar von den Lifetime-Karten. Das könnte wirklich echt eine coole Idee sein, da mal drüber nachzudenken, so eine Art von Deck zu bauen. Dann haben wir einmal Altergeist Perry Traitor. Oder wie auch immer die Karte heißt. Ist ein Level 1 Monster, was eine Karte ziehen lässt. Ist eine coole Karte. Ist ein Super Rare, die nichts kostet, aber ist eine sehr coole Karte. Und optisch nicht so ganz mein Fall, aber ich mag Altergeist generell. Das ist, glaube ich, die einzige Karte, die ich vom Artwork nicht so feiere. Flammedritter Rikiadetto. Die ist für das Deckthema gut. Die wird gespielt. Kostet aber auch nur 10 Cent, also ist jetzt auch nicht eine High-Value-Karte. Haben wir einmal Angelica, Edelwaffenprinzessin. Die ist auch ziemlich gut, die ist auch generisch baubar. Die kostet als Ultra Rare 3-4 Euro. Auch da wieder eine Ultra Rare, die ich nicht unbedingt investieren würde, weil es jetzt nur für das eine Deckthema spezifisch wirklich richtig gut ist und für andere Deckthemen interessant ist, aber nicht wirklich gut. Kostet aktuell ihre 3,20 Euro. Das ist eine coole Karte. Haben wir Alter Geist Adminia. Und das ist eine Ultra Rare, damit hätte ich nicht gerechnet. Und die Ultra Rare kostet 1 Euro. Das heißt, die Ultra Rare selber ist halt nicht gut. Die Karte selber ist ziemlich gut für Alter Geist an sich. Wenn Alter Geist quasi zu der Karte hochlinken möchte. Aber ist keine Karte, die wirklich einen Value hält. Aber es ist eine sehr spannende Karte für das Deckthema selber. Dann haben wir einmal Flammende Waffen Almaze. Für das Infernoble-Deckthema ziemlich gut. Aber wie ihr auch da wieder seht, Ultra Rare kostet 1 Euro. Heißt, das Duelist nächste Set ist nicht ganz so krass, was den Value angeht. Das hier übrigens für den Turpin. Das wäre eine Super Rare. Kostet auch 10 Cent. Auch da kein Value, aber ist eine gute Karte für das Deckthema. Haben wir einmal Manadium Turret oder Glühen, wie sie im Deutschen heißt. Kostet auch ihre 10, 15 Cent. Ist auch super wichtig für das neue Deckthema, aber die kostet halt nichts. Ne? Dann haben wir einmal Alter Geist Shadwisp, Super Rare. Kostet auch ihre 10 Cent. Ist keine teure Karte, aber ist eine gute Karte für das Deckthema. Ich habe eine Deckliste gesehen, da wurde nur einmal das Ding gespielt und sonst die alten Altergeist-Karten. Ich glaube, die Karte selber ist wirklich ziemlich gut. Aber hier ein bisschen was von einem anderen Set, nämlich IP Mascarena aus Monsters Revenge, die so ganz langsam so ein bisschen runtergeht, denn ich glaube auch IP Mascarena bekommt in der Rarity Collection nochmal einen Reprint in allen möglichen Raritäten. Deshalb wird die vom Preis wahrscheinlich auch nicht mehr steigen. Dann haben wir einmal das beste Evolsa-Monster mit dem besten Namen, die heißt einfach Lars. Lars. Ist aber eine Secret Rare. Und eine Secret Rare, die aktuell 5 Euro kostet. Das Set wird nicht besser. Ne? Also ich glaube, Yu-Gi-Oh! Ist jetzt mit dem neuen Set teurer geworden, weil mehrere Karten gebraucht werden und die ein bisschen was kosten. Aber das Set selber, da ist halt wirklich, boah, da ist halt so wenig Value drin. Haben wir einmal Edelwappen Museum, eine Ultra Rare, die so knapp 3,50 kostet. Ist eine gute Karte für das Infernoble Decknehmer. Verstehe mich nicht falsch. Aber für alle, die das Deck nicht spielen wollen, ist die Karte Garbage. Und deshalb kostet die auch nicht so viel. Und dann haben wir einmal Lustgete Seele Lord von Yama. Das ist eine Ultra Rare. Und das ist eine Ultra Rare, die geht so auf die 5 Euro zu. Ist nicht ganz da,
Das ist aber auch eine sehr gute Karte für das Deckthema, aber auch wieder nur für das Deckthema, denn die ist theoretisch halt generisch, aber ihr macht mit anderen Decks in der Regel mit dem Ding eh nicht viel. Das macht meinen Plan ein bisschen gut mit dem 10-Euro-Deck, aber vielleicht kann ich ohne die spielen. Dann haben wir noch einmal Kaiser Charles, der Große, auch eine Ultra Rare, kostet auch so 2 Euro. Für das Deckthema Infernoble unglaublich das Ding. Das ist ein Soft Once per Turn Spell Trap Negate, glaube ich sogar. Ja, Spell Trap Negate. Unglaublich gute Karte, aber vom Preisgrafen sehen wir auch hier, die super gefallen. Davon gibt es aktuell fast 1200 Kopien auf dem Markt. Wenn das Deck sich unglaublich abreißt, dann wird die auch nicht so teuer werden. Haben wir einmal den Spiegel Schwertritter. Ist eine Karte mit dem neuen Typen. Ist für das Thema selber auch super wichtig, aber auch da wieder, die kostet 15 Cent, also das ist auch keine teure Karte. Dann einmal Chimäre, das Illusionsungeheuer, eine super Rare, auch die kostet ihre 15 Cent. Die ist für das Deckthema auch ultra wichtig, denn die kann irgendwie mehrfach angreifen, die hat die Kraft wieder auf 0 setzen und so. Ist eine gute Karte. Ich glaube aber, dass das Deckthema eher Ghost Hacken ein bisschen was machen kann, und Ghost Hacken haben wir ja aktuell ziemlich viele Probleme, deswegen glaube ich nicht, dass das Deckthema sich irgendwie durchsetzen wird, aber ich finde es irgendwie cool. Haben wir einmal hier eine Secret Rare mit Visas Amritara. Eine gute Karte, die kein Geld kostet. Ich finde das krass, dass dieses Set wirklich so komplett ausgeschlachtet wird, weil die halt alle nichts kosten. Die einzige Karte, die ein bisschen was kostet, ist halt das Synchron-Ding. Und das kostet auch nur 50 Euro. Und alle anderen Secret Rares, die wir bis jetzt gesehen haben, waren unter 10 Euro. Das ist für ein Set wirklich nicht gut. Haben wir aber den großzügigen Baphomet. Auch da wieder. Neuer Typ, also jetzt das Ding nicht, aber die ist für den neuen Typen halt super wichtig. Kostet aber aktuell auch 10 Cent, ist aber auch eine Super Rare. Dann die Chimärenfusion ist auch eine Super Rare, die kostet auch ihre 10 Cent. Die ist natürlich für das Deckthema wichtig, ansonsten ist sie halt irrelevant. Haben wir Gazelle, König der mythischen Krallen, auch da wieder neuer Typ, neues Deckthema. Ist irgendwie cool, kostet nichts, deswegen ist es bei Fans auch wahrscheinlich super beliebt. Vielleicht bräuchte ich sogar das Deck für 10 Euro, weil das klingt witzig mit verschiedenen Fusionskarten drin. Das könnte ich mir gut vorstellen, das könnte echt gut sein. Haben wir einmal die einzige Ultra Rare, ne? Chimäre, König der Phantomgeheuer. Die Ultra Rare kostet 3 Euro. Ist eine Ultra Rare, die weniger als 5 Euro kostet. Nicht so krass. Und hier ist einmal das Set Duelist Nexus. Wir haben die erste Listung für 49,90. Für alle, die es nicht wissen, ein Hauptset kostet in der Regel so um die 60. Das ist also 10 Euro weniger, also um die 10 Euro weniger, als normalerweise ein Hauptset kostet. Das ist nicht gut für ein Set. Also für die Händler kann das auf jeden Fall nicht gut sein. Ich weiß nicht, was sie dafür im Einkauf bezahlen. Ich hoffe mehr als 49 Euro, weil wird ein Ladenhüter sein. Obwohl das Set wirklich cool ist, hat viele gute Karten, aber die kosten halt nichts. Und die letzte Karte, über die wir sprechen, ist einmal der feuerrote Drache, also der Crimson Dragon, das Bossmonster aus 5Ds. Und die kostet aktuell 15,50 Euro. Das ist die zweite Secret Rare aus dem Set, die über 10 Euro kostet. Das heißt, mit dem und dem anderen Synchronmonster kommt hier über diese 50 Euro drüber. Mit allen anderen Sachen macht ihr Minus. Das ist echt für ein Set unglaublich beschissen. Aber das war's. Das kostet aktuell Yu-Gi-Oh! Lasst mir in den Kommentaren wissen, wenn ihr Anregungen, Fragen habt zu irgendwelchen Kartenpreisen oder was ihr denkt, was passieren wird. Ist Duelist Nexus ein gutes Set? Sind die Kartenpreise, die wir gesehen haben von Karten, wie bei Spike zum Beispiel, zu teuer? Lasst mich wissen. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.